ich lasse alles auf mich zukommen, weil man kann das Leben oder auch solche Touren einfach nicht planen. Also wir sind auch schon mal in der Gastwirtschaft einfach versackt, weil es so nett war, weil wir da mit dem Wirt uns sehr gut unterhalten haben. Und das sind halt so Momente, die bleiben in Erinnerung. Und ja, von daher ist so ein bisschen vielleicht mein Motto, alles auf sich zukommen lassen und schauen, wie der Tag wird. Ja, Marlochstein finde ich persönlich sehr, sehr schön. Man hat hier einen Blick einmal auf Erlangen oder auf der anderen Seite Richtung Forchheim. Und ich finde es einfach ein Lieblingsort von mir persönlich. Und ja, da ich die Lieblingsorte auch für den Landkreis entdecke, habe ich mir gedacht, dass wir heute mal zu meinem Lieblingsort gehen. Also immer dabei ist auf jeden Fall meine Kamera und mein Handy. Ohne die gehe ich eigentlich nie aus dem Haus. Ja, und ansonsten checke ich natürlich vorher den Wetterbericht, habe da diverse Apps, die ich mir anschaue. Natürlich möchte ich auch schöne Aufnahmen machen und deswegen ist auch immer besonders wichtig, wann geht die Sonne auf, wann geht die Sonne unter, wann kommt eventuell Regen. Und ansonsten ja, ist einfach auch immer ein bisschen Glück im Spiel. Für mich ist einfach immer schön, in der Natur unterwegs zu sein, auch zu gucken, gerade so die fränkischen Keller, das kannte ich so aus dem Rheinland gar nicht, und das einfach so ein bisschen zu entdecken, das macht unheimlich Spaß. Was mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen hat, war der letzte Lieblingsort, und zwar war das der Aischgrund bei Adelsdorf. Da gibt es zwei, drei kleine Keller, die auch nicht so stark besucht waren. Und das hat mir schon sehr gut gefallen, weil es halt nicht so das typische ja, Anlaufziel, Touristenziel hier im Landkreis ist. Ich finde es absolut spannend, auch in der näheren Umgebung einfach immer neue Lieblingsorte zu entdecken. Und bin deshalb auch sehr, sehr dankbar und finde es super, dass ich für den Landkreis die Lieblingsorte entdecken darf. Also besonders finde ich auf jeden Fall die Vielfalt. Ich finde es super spannend, jetzt hier in Marlochstein, man ist schnell in Erlangen. Wenn man so ein bisschen Großstadtfeeling haben möchte, ist man auch relativ schnell in Nürnberg. Man hat aber auch die Natur mit der Fränkischen oder jetzt auch zum Beispiel, wie ich eben sagte, den Aischgrund direkt vor der Haustür. Und das finde ich unheimlich klasse. Also ich war zum Beispiel auch im Dezember im Tenneluer Forst, habe mir die Wildpferde dort angeschaut oder habe versucht, sie vor die Linse zu bekommen, was da zum Glück auch geklappt hat. Aber ich finde einfach, jede Jahreszeit hat eine ganz bestimmte Stimmung. Und ja, auch gerade dieser Unterschied von den Jahreszeiten macht es für mich eigentlich auch aus. Also was man im Rheinland tatsächlich nicht kennt, das ist das Schäufele, das ist ja auch immer so eine Sache, die ich gelernt habe. Die gibt es bei uns so nicht und ja, die ist, oder das ist schon sehr lecker und definitiv auch oft landet das auf meinem Teller. Auf jeden Fall erstmal die Mentalität der Menschen, die Rheinländer sind da doch ein bisschen offener auf den ersten Blick. Hier in Franken, die Leute sind erst so ein bisschen zurückhaltend, aber dann habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man da so ein bisschen das Eis gebrochen hat, dann ist da auch eine unheimliche Herzlichkeit. Und das war für mich als Rheinländerin, die natürlich sehr offen ist, am Anfang schon ein bisschen schwierig. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und ich würde tatsächlich auch nicht mehr ins Rheinland zurückziehen. Ich glaube, dass ich sehr viel mehr wertschätze, was wir haben, in welcher Zeit und in welcher Region der Welt wir auch leben dürfen tatsächlich. Und es hat mich auch offener gemacht, einfach zu sagen, okay, hey, jeder Mensch bekommt einen Vertrauensvorschuss von mir und die Welt ist nicht generell schlecht. Ja, und tatsächlich auch dieses, es ist nicht alles planbar. Aber ich glaube tatsächlich, egal auf der Welt, wo man ist, man findet immer Hilfe oder Unterstützung und von daher einfach auch das Vertrauen, dass schon alles gut werden wird. Für mich ist immer wichtig, dass ich halt weiterhin den Spaß daran behalte. Deswegen würde ich es auch nicht hauptberuflich machen wollen, weil tatsächlich, ich habe es geschafft, durch das Fotografieren und Filmen für gewisse kleinere Projekte, wie jetzt auch für den Landkreis, dass mir das einfach riesen Spaß macht und das ist mein Ausgleich zu meinem Hauptjob. Ich war immer schon gern in der Natur unterwegs, habe immer gern fotografiert und von daher ist es einfach für mich gerade mega, dass ich das miteinander kombinieren kann. Also ich würde sagen, es gibt noch sehr, sehr viel zu entdecken. Also gerne auch mich anschreiben oder mir Tipps geben. Ich bin da immer sehr, sehr dankbar für. Aber ich glaube, hier gibt es so viel zu entdecken, da bin ich noch lange beschäftigt. Der Landkreis ist für mich Vielfalt und neue Heimat geworden.